Willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Diese Folge war jetzt überhaupt nicht geplant. Ich war aber gerade im Xpenology Forum unterwegs und habe festgestellt, dass einige Leute Probleme haben mit den Einstellungen einer VM, beziehungsweise was sie auswählen müssen, welche Dateien sie brauchen und so weiter. Deswegen mache ich das Video jetzt nochmal mit dem AAPL, beziehungsweise mit meinem angepassten AAPL. Als erstes meldet ihr euch im ESXi oder im Proxmox an. Die Schritte sind relativ gleich, also die Einstellungen zumindest, die Schritte sind etwas unterschiedlich. Sollte aber, denke ich, auf Proxmox adaptierbar sein, beziehungsweise zu Proxmox habe ich das eine Video drin, wo ihr die direkten Einstellungen von Proxmox auch habt, welche funktionieren. Also als erstes erstellen wir mal eine neue VM. Ich habe meine Test-VM soeben gelöscht, also die existiert nicht mehr, deswegen erstelle ich meine neue Test-VM. Dadurch, dass ich EXSI 8.0 drauf habe, welches aktuell noch nicht funktioniert mit dem AAPL, die haben noch leichte Bugs drin, ich nehme die EXSI 7.0 U2. Dann ist es ein Linux, was wir starten wollen, und es ist ein Linux 4, also anderes 4x Linux-System 64-Bit. Das Ganze schiebe ich mir jetzt auf die NVMe. Das ist am besten aufgehoben. So, jetzt zu den Einstellungen. Also, CPU. CPU kriegt von mir 6 Kerne auf einem Socket. Arbeitsspeicher bekommt von mir 8 GB. Ich habe mehr als genug frei. Festplatte. Was machen wir? Machen wir 100 GB draus. Ihr könnt hier also bei den Werten könnt ihr wählen, was ihr wollt. Jetzt gibt es zwei Optionen. Wenn ihr SSDs nutzt, lasst die Festplatte auf SCSI-Controller 0, SCSI 00. Beziehungsweise ihr könnt auch noch mehr hinzufügen über Festplatten hinzufügen dann. Und lasst bei dem SCSI-Controller den VMware ParaVirtual. Damit erkennt er, wenn ihr eine SSD drin habt, dass es eine SSD ist. Ihr werdet es dann gleich bei mir sehen, weil die NVMe ist ja eine SSD. So, das Ganze dann Internal, External Network. Ach, ich schieße auf externe Fix. CD-Laufwerk brauchen wir auch nicht. Der SADA-Controller bleibt da. Dann gehen wir in die VM-Optionen, Startoptionen. Und da sicheren Start über EFI aktivieren, wenn ihr EFI ausgewählt habt. Ich lasse EFI ausgewählt, weil da weiß ich, dass es hundertprozentig funktioniert, weil die Firmware-Daten für EFI sind, die der AAPL mitbringt. Den Drücker aber hier sicheren Start für EFI, über EFI aktivieren, der muss raus, der muss weg. Sonst passiert hier gar nichts. Dann haben wir erstmal die VM angelegt. Nach Anlegen der VM bearbeiten wir diese noch einmal. Aktionen bearbeiten oder Rechtsklick bearbeiten, das ist egal. Wir fügen eine Festplatte hinzu. Es ist eine vorhandene Festplatte. Dann habe ich das auf NVMe1 im Test gespeichert. Da liegt jetzt erstmal nur die Test-VMDK. Und da möchte ich jetzt 5.6 habe ich jetzt bloß das Image da. Okay, dann lade ich mir fix die Dateien von mir runter. Also, github.com/auxilium, dann auf AAPL, dann die letzte Version hier bei Releases. Ist sogar schon fertig. Glückwunsch. Ich brauche die VMDK. Wenn ihr Proxmox nutzt, könnt ihr die IMG einbinden. Da braucht ihr die VMDK nicht. So, dann entpacken wir die ZIP-Datei. Ich entpacke sie jetzt direkt in die Downloads. Dann gehen wir jetzt auf Hochladen, Downloads. Dann ist jetzt hier die VMDK von der 056. Einmal laden wir die VMDK hoch, 10 Kilobyte, viel größer sollte die auch nicht sein. Da passiert noch gar nichts, weil da fehlen noch die Daten im Hintergrund. Ihr braucht noch die Flat-Datei. Die hat 512 MB oder 500 MB.
Ist auch gleich hochgeladen. Und dann wählen wir die aus. Ne, stopp, die APL. So, jetzt habt ihr hier eine neue Festplatte. Jetzt habe ich das Problem. Na, hoffentlich funktioniert's. Natürlich funktioniert es jetzt bei mir gerade nicht, weil es die Testversion ist. Festplatte hinzufügen, vorhandene Festplatte. Ich hoffe, es geht. Kriege ich ein Problem? Kriege ich ein größeres Problem? Weil ich diese Festplatte jetzt nicht einbinden kann. Das ist für mich jetzt ein ziemlich kritisch wird. Die Schritte, die ich jetzt mache, braucht ihr nicht. Ich schau bloß, ob ich es irgendwie behoben bekomme, dass ich nein, ich die Festplatte mit eingebunden bekomme. Macht man das? Habe ich ihn hier in der Einstellung drin? Hätte ich es richtig. Machen wir das anders. Jetzt wundert euch nicht, dass ich die jetzt wieder lösche. Schaue, ob ich mir vom Backup-System jetzt schnell meine X-Einstellungen kopieren kann. Ist das auch nichts anderes? Heißt jetzt Backup, die benennen wir jetzt um den Test. Das ist das Problem noch mit ESXi 8. Es geht noch einiges leider nicht. In ESXi 7 habt ihr die Probleme nicht, kann ich euch gleich sagen. So, dann brauchen wir trotzdem noch eine Festplatte hier. Da hatte ich gesagt 100 GB. Die restlichen Einstellungen passen hier. Die Festplatte sitzt auf SCSI 00, das passt auch. Diese Festplatte mit der APL VMDK muss auf SADA Controller 0.0. Deswegen den SADA Controller hier da lassen. Sonst funktioniert es halt nicht. So, das interne Netzwerk brauche ich hier nicht. Hier brauche ich das externe. VM-Optionen nochmal kontrollieren. Allgemeine Einstellungen passen. Und Startoptionen EFI und der Trigger ist raus. Genau. So, kann nicht konfiguriert werden. Herzlichen Dank. Ja, ich weiß, dass die nicht gefunden wurde. Das brauchst du mir nicht sagen. Festplatte hinzufügen, neue Festplatte. Jetzt aber. 100 GB, SCSI 0. Jetzt ging's. Wie gesagt, die Schritte von der Erstellung bis jetzt zu dem Fix, was das ESXi 8 angeht, braucht ihr nicht. Ich wollte euch trotzdem zeigen, dass nicht immer alles so funktioniert, wie es soll. Habe ich natürlich noch ein Problem, stelle ich gerade fest. Ich habe nämlich die neue APL-Disk noch nicht ausgewählt. Bei Test APL VMDK, das müsste passen. Na, starten wir mal. Ich habe sie verschoben. Yep, Configure Loader. Passt. Also mit diesen Einstellungen funktioniert es auf jeden Fall. Und je nachdem, ob ihr eure Festplatte jetzt, eure Datenfestplatte, na komm, geh auf, eure Datenfestplatte mit den 100 GB hier, je nachdem, ob ihr die jetzt auf SCSI-Controller habt oder ob ihr die am SADA, also am SADA-Controller habt, müsst ihr jetzt die Optionen auswählen. Mich natürlich jetzt nervt, der hat das falsche Netzwerk genommen. Muss ich ihn jetzt noch mal dort ausschalten?
Nochmal einschalten. Konfigurator. Weil die MAC-Adressen, die ich gleich nutzen werde, sind in dem Netzwerk, was er jetzt gerade ausgewählt hatte, schon vorhanden. Die 1.105, jetzt passt's. So, dann könnt ihr die ganze Installation über die IP, also über die Webadresse access http doppelpunkt slash slash 10.1 Punkt, also da steht bei euch eine andere IP, doppelpunkt 7681 machen. Oder wir machen es ganz einfach hier mit aio.sh. Das werde ich jetzt tun. Dann kommt dieses Menü. In diesem Menü, das Model for IO Loader, ich habe SCSI ausgewählt. Wäre dann die zweite Option für mich. Dann werden wir die jetzt auch gleich mal nutzen. Jetzt setzt er die Netzwerkkonfiguration. Adapter-Konfiguration komplett. Jetzt baut er das im Hintergrund. Ich lasse es mit offen. Ich muss euch aber noch was sagen. Ihr habt beim ESXi im Netzwerk unter virtuelle Switches. Ich habe jetzt zwei angelegt. Ich hoffe, ich finde jetzt gleich den richtigen. Der vSwitch 1 müsste mein interner sein. Backup Gateway Test. Nee, das scheint der externe zu sein. Da müsst ihr in den Einstellungen, weil wir überschreiben die MAC-Adressen, bei Sicherheit. Nee, hier ist es nicht drin. Es scheint aber doch der externe gewesen zu sein. Interne. Ne, da ist der richtige. Okay, deswegen funktioniert es auch. Müsst ihr bei Einstellungen unter Sicherheit der Promise-Sicherheits-Modus, ich würde empfehlen, deaktiviert er aber sämtliche Portfilterung. Den könnt ihr notfalls auch auslassen, aber MAC-Adressänderungen müsst ihr akzeptieren. Weil, also müsst ihr auf Ja schalten, sonst funktioniert es, also hier MAC-Adressänderungen zulassen, ja. Sonst habt ihr das Problem, dass ihr die MAC-Adresse, die durch den Loader gesetzt wird, nicht beim Netzwerkadapter eingestellt habt. Nämlich hier. Das würde gründlich schief gehen. Ihr könnt die MAC-Adresse auch manuell hier setzen. Dann könnt ihr das auslassen. Die MAC-Adressen findet ihr bei mir im GitHub. Ist ein bisschen umständlich ranzukommen, leider. Unter Files, Board, AAPL, Overlay FS, Opt AAPL, Include und dann haben wir hier IO-Consts. Da haben wir für jedes Modell die MAC-Adressen stehen. Wenn ihr die 3622XS Plus auswählt, wenn zum Beispiel nur einen Netzwerkcontroller dran habt, dann wählt er automatisch die 4 und die 5. Also bei einem wählt er die 4, bei zwei wählt er die 4 und die 5 und so weiter dann. Und so ist es bei jedem Modell hier hinterlegt. Die ausgegrauten, die sind aktuell nicht aktiv. Die anderen sind aktiv und sind von mir auch getestet. So, zurück zum Thema. Na, wieder rüberschieben. Gerne wieder am Fenster navigieren können. Dankeschön. So, dann schaue ich ganz kurz ins File, ob alles passt. Modell passt, Bildnummer passt, Seriennummer passt. Zwei Netzwerkadapter hat er erkannt. SADA-Port-Map 1 und IDX-Map 0, das passt auch. Die Syno-Info hat er auch hinzugefügt. Die Add-ons sind auch da und Module hat er einfach alle geladen. Okay. Soweit alles gut, dann können wir auf Bootloader gehen. Was sagt er mir jetzt die 1.103? Schauen wir mal, ob das stimmt. Wird jetzt kurz dauern,
die Seite verfügbar ist. Das Video zieht sich doch wieder länger als geplant. Timeout. Connection refused. Ist schon mal gut, weil da kommt es gleich. Da hat er gerade das Netzwerk gestartet. Immer noch Connection refused. Jetzt ist er da. Er wechselt dann automatisch auf die Doppelpunkt 5000 / Webindex HTML. Das ist richtig. Jetzt sagt er mir, dass ich ein neues DS habe. 3622. Der will die neueste von der Synology-Seite laden. Natürlich darf er das. Und er sagt mir, es werden zwei Laufwerke gelöscht. Der Sache stimme ich zu. Wie er ein Update ausführt, habe ich euch in den vorhergehenden Videos schon mehrfach erklärt, auch wie ihr da ein Update ausführt, ohne eure Daten zu verlieren oder noch einen Diskstation-Wechsel, zum Beispiel von der 918 oder 920 Plus auf die 3622 XS Plus. Ihr könnt da frei hin und her wechseln. Die Daten werden erkannt. Ihr könnt auch einfach ein Update vom USB-Stick, APL-Loader und dann müsst ihr bloß die APL-Befehle wieder also wieder durchdrücken und dann ist gut. Dann funktioniert das. Da leidet ihr auch an keinen Datenverlust, so aktualisiere ich hier die ganze Zeit meine NAS. Ich lege immer bloß die neue Loader-Datei rein und oder stecke einen neuen USB-Stick an mit dem neuen Loader und habe dann alle meine Daten wieder. Das wird jetzt kurz dauern. Ich schau mal. Ja. Gut, jetzt hat er schon neu gestartet. Gut, DSM, ich habe nichts ausgewählt, das macht er dann automatisch. Jetzt holt er sich die IP. Die 103 wieder, das passt. So, dann steuere ich die 103 wieder direkt an. Kann natürlich sein, dass ich jetzt Connection Timeout bekomme. Ja. War ich zu früh? Selbst auf einer NVMe dauert es ein Stück. Na. Komm schon. So, da ist's. System wird vorbereitet. Integrierte Pakete werden gestartet. Du beschwerst dich doch jetzt nicht wegen den 6 Kernen, oder? Du bist doch jetzt mit den 6 Kernen nicht so langsam. Gut, willkommen bei. Sehr schön. Das wird wieder mein Testsystem. Verständigen Sie mich, wenn Updates verfügbar sind. Automatisch möchte ich keine laden. Ich melde mich jetzt auch nicht mit dem Synology-Konto an. Wie gesagt, das ist ein Testsystem, hier brauche ich es nicht. Dann lege ich ein Basic an. Ihr könnt auch dann einen RAID auswählen, der SHR. Es ist eine schöne Funktion von Synology, aber wenn ihr doch mal einen Datenverlust leidet, habt ihr mit dem SHR gigantische Probleme. Deswegen lieber einen RAID 1 dann anlegen oder einen RAID 5, je nachdem. Seid ihr besser dran, wenn ihr mehr Laufwerke drin habt. Speicherpoolbezeichnung gibt es jetzt keine. Die 100 GB Platte hier seht ihr, dass er als SSD erkannt wird. Und das ist nur, weil ich die am VMware ParaVirtual habe.
Ansonsten hätte das jetzt nicht funktioniert. Laufwerksüberprüfung überspringen, ja, maximal, Volumenbezeichnung brauchen wir nicht, BDAFS lassen wir und Feuer. So, dann gehen hier ein paar Fensterchen auf, die ich jetzt mal ehrlich gesagt keine Lust habe. Dann schauen wir mal in die Systemsteuerung, Netzwerk. Netzwerkadapter ist da, Netzwerkadapter ist getrennt, das passt, weil den habe ich ja deaktiviert. Seriennummer passt, MAC-Adressen passen. Update 1 hat er jetzt automatisch gleich mit installiert. Sehr schön. Ja, das war's dann eigentlich auch schon zur DSM-Installation in einer VM. Bis hierhin, denke ich, haben wir jetzt erstmal alles im Schnelldurchgang behandelt, wie ihr eine VM anlegt und wie ihr das Ganze dann einstellen müsst im APL. Ich möchte euch nur noch ganz kurz etwas zeigen. Ich hatte es zuletzt schon mal im Video gezeigt, aber ich bastel gerade an einer Lösung und die scheint aktuell sogar zu funktionieren. Ich teste sie gerade bei mir auf dem Netzwerkspeicher. Also, dass die Advanced Meta Extensions und Designology-Dienste funktionieren, das ist ja bei mir mittlerweile Standard. Mittlerweile unterstützt er sogar den AAC-Codec, weil ich im Hintergrund die Intel-eigene GPU, also die iGPU von Intel, hinzugefügt habe und mitnutze. Für Hardware-Transcoding. Das funktioniert. Ich teste es jetzt noch ein Stück. Der Patch ist auch schon in der 0.5.6 integriert. Könnt ihr auch testen. Ist als Add-on hinterlegt. Heißt I915-BWNK. BWNK für Broadwell NK, weil das die Basis für 3622 ist. Nur noch mal kurz dazu. Könnt ihr gerne mit testen. Könnt ihr gerne als Add-on mit hinzufügen. Seht ihr, glaube ich, so. Gar nein, hier seht ihr es nicht. Ich habe es bei mir im GitHub, aber in die Add-ons. Hier, I915 BWNK. Intel iGPU Driver und Firmware for DSM, DS3622 XS Plus. Also das ist da. Die habe ich mit hinzugefügt. Sie funktionieren bei mir auch. Könnt ihr gern bei euch testen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis bald.